unsere neue Wandfarbe im Schlafzimmer heißt, haltet euch fest, also die heißt ja nicht, haltet euch fest, die heißt Sinfonie der Anmut. Hör mal, damit hatten sie mich. Ich finde, das passt hundertprozentig zu meiner Persönlichkeit. Wirklich, weil laut der Beschreibung auf diesem Farbeimer ist dieses dezente Roséviolett ein Ton der leisen, apart ausdrucksvollen Auftritte und nutzt den Raum als Bühne für die charmant feminine Persönlichkeit. Hallöchen, Popöchen. Das ist kein Witz. Wenn ich jetzt nachts ins Schlafzimmer komme, ich trage nur noch Negligé und mach ein bisschen den Mick Jagger, verstehst du? Da ist eine Hitze bei uns im Schlafzimmer, da kann ich aber mit der flachen Hand die Hose bügeln. Sinfonie der Anmut. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich ins Schlafzimmer komme. Und ich schwöre, wenn ich nochmal auf die Welt komme, im nächsten Leben, ich werde Werbetexter. Ich glaube, die dürfen den ganzen Tag koksen. Weil in meinen Augen ist die Farbe, ist das altrosa. Na, aber ich glaube, so verkaufst du heute keine Farbe mehr. Ne? Wenn ich das jetzt blumiger beschreiben sollte, würde ich sagen, Sinfonie der Anmut ist eine Melange zwischen Altrosé und Atrose. Wirklich, im Dunkeln ist das beige. Wenn du da orthopädische Strümpfe hast, denkst du, du hast keine Beine. Aber ist auch immer eine Sache der Sichtweise, die ist subjektiv. Ne? Und ich aus der Sicht eines Mannes muss sagen, im Dunkeln, es guckt sich weg. Wir haben das angestrichen, ne? Einen Tag trocknen lassen, einen Tag später kam das neue Bett. Jetzt aber auch nicht vom IKEA, sondern von einer schwedischen Bettenmanufaktur. Und das habe ich jetzt auch gelernt, wenn etwas Manufaktur heißt, da brauchst du zwei Portemonnaies. Köln, so teuer habe ich noch nie geschlafen. Ne, logisch, ist auch nicht IKEA. Ne, das merke ich schon bei der Anlieferung, unser Bett kam komplett zusammengebaut. Und pass auf, wir schlafen jetzt nicht mehr früher, wie früher auf so einem Lattenrost, weißt du, so einem Zaun. Pass auf, wir schlafen jetzt jugendlich fresh auf einer Boxspringmatratze mit Topper aus Rosshaar. Also, um genau zu sein, Resthaar vom Rosshaar. Ich glaube, Rex Gildo hätte gesagt, Hossa, Rossa. Ich habe noch nie in einem Bett gelegen, wo auf der Matratze so ein dicker Topper liegt. Ich habe mich in diesen Topper verliebt. Das ist kein Witz, dieser Topper hat so eine Art Memo-Funktion. Das ist abgefahren. Wenn ich bei uns ins Bett legst, passiert erstmal Folgendes. Du fährst erstmal 3 Sekunden langsam bergab. Bis du deine endgültige Parkposition eingenommen hast. Aus der du freiwillig aber nicht mehr rauskommst. Hör mal, wir kleben da drin wie Eisenspäne am Magneten, die langsam versinken im Treibsand. Aber mit Anmut. No, und von wegen frischer Wind, abends nochmal einen spontanen Guten-Nacht-Kuss am Arsch, also am Topper. Aber hör mal, du brauchst diesen Topper. Wir haben den Topper mal, wir waren dieses Jahr Silvester, waren wir eingeladen. Ne? Da haben wir den Topper mal weggenommen, weil wir kamen nachts um 3 nach Hause, ein bisschen was getrunken, aber noch fit, wollten direkt im neuen Jahr, weißt du, so körperlich kollidieren. Haben wir den Topper mal weg, das kannst du nicht bringen. Nur auf diesen Boxspringfeder, ist ja wie ein Trampolinparadies. Ich bin ein bisschen stolz, weil ich darf verkünden, ich hatte in dieser Nacht zum ersten Mal mit meiner Freundin mehrere multiple Bandscheibenvorfälle.